In der heutigen Predigt werden wir über einen Bibeltext reden, den ich euch vorlesen möchte. Er steht in Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Jesus spricht: Wenn der Menschensohn kommt, wird es in seinem himmlischen Reich sein, wie bei 10 Brautjungfern, die bei einer Hochzeit dem Bräutigam mit ihren Lampen entgegengingen. 5 von ihnen verhielten sich klug, die anderen waren leichtfertig und dumm. Die klugen Mädchen hatten sich nämlich vorher mit ausreichend Öl für ihre Lampen versorgt. Die anderen 5 dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat an Öl mitzunehmen. Als sich die Ankunft des Bräutigams verzögert, wurden sie alle müde und schliefen ein. Plötzlich, um Mitternacht, wurden sie mit dem Ruf geweckt: Der Bräutigam kommt! Geht und begrüßt ihn! Da sprangen die Mädchen auf und bereiteten ihre Lampen vor. Die 5, die nicht genügend Öl dabei hatten, baten die anderen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Lampen gehen aus. Aber die Klugen antworteten: Das können wir nicht. Unser Öl reicht gerade für uns selbst. Geht doch zu einem Händler und kauft euch welches. Da gingen sie los. Und in der Zwischenzeit kam der Bräutigam. Und die Mädchen, die darauf vorbereitet waren, begleiteten ihn in den Festsaal. Und dann wurde die Tür verschlossen. Später kamen die 5 anderen. Sie standen draußen und riefen: Herr, mach uns doch die Tür auf. Aber er erwiderte: Was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit. Denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Das Gleichnis von der einzigartigen Hochzeit, wo Jesus da erzählt, steht in seiner Endzeitrede. In dieser Rede bereitet er uns als seine Nachfolger und Nachfolgerinnen darauf vor, dass die Welt ein Ablaufdatum hat, so wie es der Christian Peyer in seiner hervorragenden Auslegung zu Lukas 21 uns am letzten Sonntag genannt hat. Es werden Krieg und Hungersnöte, es werden Erdbeben und Seuchen kommen, es wird Verfolgung geben für Menschen, die zu Jesus gehören, und auch Verführung. Und Jesus sagt, ich zitiere Matthäus 24, ab Vers 29, doch sofort, nach dieser Schreckenszeit, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Ordnung des Himmels wird zusammenbrechen. Dann wird der Menschensohn für alle sichtbar am Himmel erscheinen. Dies ist das Zeichen, dass das Ende da ist. Die Völker der ganzen Welt werden jammern und klagen, wenn sie den Menschensohn auf den Wolken des Himmels mit göttlicher Macht und Herrlichkeit kommen sehen. Dann wird die Posaune ertönen und der Menschensohn wird seine Engel in alle Himmelsrichtungen ausschicken, damit sie von überall her die Menschen zusammenbringen, die er erwählt hat. Jesus, der Sohn von Gott, wird unter dramatischen Begleiterscheinungen wiederkommen. Viele Menschen werden verschrecken, weil sie überhaupt nicht damit gerechnet haben, dass der Jesus wirklich real ist und dass die Worte und die Zusagen, die er gemacht hat, wirklich wahr sind. Aber für die Menschen, die ihm vertrauen und die ihr Leben an ihn gebunden haben, wird sein Kommen ein Freudentag sein und Erfüllung von all ihren Erwartungen. Wir wissen nicht, wann, aber wir wissen, dass er wiederkommen wird. Jesus betont an verschiedenen Orten, wie wir unser Leben im Blick auf seine Wiederkunft leben sollen. 2 Stichworte kommen immer wieder raus. Seid wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommen wird. Seid jederzeit bereit, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr es nicht erwartet.
sind wachsam oder bleiben wach und sind jederzeit bereit. Das sind die zwei Aufrufe, wo Jesus in den folgenden vier Gleichnissen in dieser Endzeit redet, dann nochmal vertieft und nochmal verdeutlicht. In einem von diesen Gleichnissen geht es eben um die Hochzeit und die 10 Brutjungfern, von denen wir gehört haben. Ich denke, es hilft uns, wenn wir auf die Hochzeitsbräuche der damaligen Zeit in Israel schauen, damit wir das besser verstehen können, von was Jesus da redet. Die Verlobung war das Erste. Wenn der Bräutigam oder auch die Eltern vom Bräutigam mit den Bruteltern verhandelt haben, haben sie einen Brutpreis gezahlt. Der vereinbarte Brutpreis. Der Zeitpunkt der Hochzeit hat noch viele Jahre oder auch nur ganz wenige Wochen können wegliegen von dem Zeitpunkt der Verlobung. Bei der Verlobung hat die Brut ihr Einverständnis bestätigt, indem sie aus dem Becher getrunken hat, wo ihr der Bräutigam hingekippt hat. Jesus Christus hat aus Liebe zu uns Menschen den vollen Brutpreis gezahlt, wo er am Kreuz sein Leben hingegeben hat, damit alle, die ihm vertrauen, einmal dabei sein können, zu ihm gehören, können Teil sein von dieser Gemeinschaft mit ihm. Jesus erwartet aber auch eine Entscheidung, ein bewusstes Ja von unserer Seite. Und jedes Mal, wenn wir im Abendmahl den Kelch vom neuen Bund aus dem Kelch trinken, kannst du das Ja zu ihm neu bestätigen und sagen, danke, hast du den Brutpreis gezahlt. Danke, hast du dein Leben gegeben. Ja, ich will dir ganz gehören. Ich will ganz mit dir unterwegs sein und dir vertrauen. Der Bräutigam war auch dafür verantwortlich, dass ein Haus oder eine Wohnung, ein Ort zum Sein, parat war bei der Hochzeit für die Brut und die Familie, die daraus entstehen soll. Entweder hat er eins gebaut oder erworben. Jesus sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe hin, um dort alles für euch bereit zu machen. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Da redet bereits in dem Text Jesus vom zweiten Punkt, von der Heimholung der Brut, wo dann eben in der Hochzeit mündet. Wie ist das vor sich gegangen in den Brüchen damals? Der Bräutigam ist mit einem prächtigen Kopfschmuck geschmückt, mit seinen Freunden zusammen zum Haus, zu der Ortschaft der Brut gezogen, um sie abzuholen. Das ist meistens bei Anbruch der Dunkelheit passiert, wenn die Hitze vom Tag sich schon ein bisschen gelegt hat. Auf dem Weg zum Wohnort der Brut haben dann die Freundinnen der Brut gewartet auf den kommenden Bräutigamzug, um ihn zu geleiten. Ihre Aufgabe war also, den Bräutigam mit Lichter zu der Brut hinzuführen. Dann kam zur Hochzeitszeremonie, entweder im Haus der Brut oder dann eben schon wieder im Haus des Bräutigam und zu meistens einer mehrtägigen, festlichen, feierlichen Hochzeit. Jesus vergleicht seine Nachfolgerinnen und Nachfolger mit diesen Brutjungfern, die auf den kommenden Bräutigam wartet, um ihn zum Hochzeitsfest zu begleiten und mit ihm zu feiern. 10 sind es da. 10 steht in der Bibel als Zahl der Vollständigkeit. Wir haben 10 Gebote. Wir haben ja 10 Finger an unseren Händen
und so weiter. Das deutet darauf hin, dass Jesus an dem Ort von der Gesamtheit der Gläubigen durch alle Zeiten redet. Wir alle sind eingeladen und berufen, bei seiner Hochsieg dabei zu sein. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wie es im 1. Timotheus 2, 4 heisst. In unserer Geschichte macht Jesus aber auch unmissverständlich deutlich, nicht alle werden bereit sein. Von diesen Menschen, die denken, dass sie Christen sind und doch zu Jesus gehören, werden nicht alle bereit sein, wenn er wiederkommt. Das bedeutet, sie werden auch nicht an dem Fest dabei sein. Diese Aussage kann uns schon etwas verschrecken, erschüttern, vielleicht auch Angst machen, verunsichern. Aber Jesus möchte dir keine Angst machen. Er möchte nur nicht, dass du unvorbereitet und überrascht wirst vom Ende, wenn er wiederkommt und dann plötzlich dich draußen vor der Tür wiederfindest. Die Geschichte wirft Fragen auf. Auf was kommt es denn im Leben an, wenn Jesus wiederkommt? Werde ich bereit sein? Werde ich dabei sein? Oder nicht? Gehöre ich zu den Gescheiden oder zu den Leichtfertigen, zu den dummen Jungfrauen in diesem Gleichnis? Ich möchte nochmal auf drei Sachen speziell eingehen. Auf die Lampe, auf das Öl und auf die Tür, von der am Schluss dreht ist. Als erstes also die Lampe, das Licht vom neuen Leben. Alle 10 Jungfrauen haben ihre Lampen dabei, wo sie losziehen. Das sind so Stocklampen gsi, wie wir da eine haben, wo eine Tochter drin war. Ist. Oder es hat auch eine Fackel sein, so eine stoffumwickelte Stecke, wo man mit Öl getränkt hat. Die sind gebraucht worden draussen zur Beleuchtung, dass man eben einen Weg gefunden hat oder auch jemand hat können den Weg zeigen. Die 10 Jungfrauen stehen in dieser Geschichte für Menschen, die einen Anfang im Glauben mit Jesus gemacht haben. Das heisst, sie sind innerlich angezündet worden. Da ist ein Licht aufgegangen in ihnen, wo sie Jesus Christus begegnet sind. Das Licht vom neuen Leben wird sichtbar in unserer Liebe zu Gott und auch in unserer Liebe zu unseren Mitmenschen. Jesus sagt in der Bergpredigt, so lasst euer Licht vor allen Menschen leuchten, dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Warum redet aber jetzt Jesus da von 5 Gescheiden und von 5 Lichtfertigen oder sogar dummen Brutjungfern? Die Stocklampen, die haben nur wenig Öl können fassen. Ein Gefäß mit Öl drin, Ersatzöl, hat also absolut selbstverständlich zur Ausrüstung gehört, wenn man mit so einer Lampe aufgebrochen ist. Es war normal, dass man Öl mitnimmt. Die klugen Mädchen hatten sich vorher mit ausreichend Öl für ihre Lampen versorgt. Die anderen 5 dachten überhaupt nicht daran, einen Vorrat an Öl mitzunehmen. So ist die Ausgangslage. Und dann heisst es, der Bräutigam verspätet sich oder er kommt sehr spät. Mit dem deutet Jesus an, dass sich seine Wiederkunft wird rauszögern, länger als wir gedacht haben. Die Dunkelheit in der Welt wird zunehmen, wie bis zur Mitternacht. Und offenbar, so heisst es in dieser Geschichte, werden alle die 10 Jungfrauen, das heisst alle Gläubigen, schläfrig werden und sogar einschlafen. Ich kann mir vorstellen, dass das bedeutet, dass sie
einfach nicht mehr recht mitbekommen, was alles in dieser zunehmenden Dunkelheit abgeht um sie herum. Aber Jesus macht das diesen 10 Jungfrauen nicht zum Vorwurf an diesem Ort. Obwohl er am Ende der Geschichte davon redet, wir sollen wach sein. Da macht er es nicht zum Vorwurf. Alle schlafen ein. Aber dann, plötzlich um Mitternacht, werden sie geweckt von dem Ruf. Der Bräutigam kommt. Geht, begrüßt ihn. Alle 10 Mädchen sind aufgesprungen und haben ihre Lampen parat gemacht und geschmückt. Die 5, die nicht genügend Öl hatten, haben zu den anderen gesagt, gebt uns doch ein bisschen von eurem Öl. Schaut mal, unsere Lampen gehen aus. Aber die Gescheiden haben geantwortet, das können wir nicht. Sonst längt das Öl nicht für uns und auch nicht für euch. Geht, kauft selber für euch. Am Anfang der Geschichte hatten alle brennende Lampen und sind dem Bräutigam erwartungsvoll entgegengegangen. Vielleicht haben die Leichtfertigen gedacht, ach, das wird schon irgendwie gehen. Was ich habe, das reicht doch schon. Ich muss jetzt auch nicht so übertreiben mit dieser Hochzeit. Aber jetzt drohen ihre Lampen plötzlich zu verlöschen. Sie sind gedankenlos gewesen und haben keine Ölreserve mitgenommen. Selbstverständlich hat man das sonst dabei gehabt mit so einer Lampe. Es war also wirklich eine Dummheit gewesen. Was will Jesus uns mit dem Mangel oder mit dem genug Öl haben sagen? Das Öl ist in der Bibel ein Bild für den Heiligen Geist. Für seine Bevollmächtigung, für seinen Trost, seinen Beistand, für seine Heilung, für all das Leben, das er uns bringt. So wie das Öl die Lampen zum Brennen bringt und am Brennen erhaltet, so bringt der Heilige Geist uns zum Brennen und erhaltet das Feuer in uns. Darum brauchen wir den offenen Himmel und dass er uns immer wieder neu durchströmt mit seiner Gegenwart. Wow! Jesus hat ihn angekündigt als sein Stellvertreter, als der, der uns in alle Wahrheit leitet, als der, der uns tröstet, beisteht und uns erfüllt mit seiner Kraft. Weil Jesus und der Vater, die sind im Himmel. Aber der Geist Gottes, er ist da, ganz nah, bei uns und sogar in uns. Ein Ölvorrat haben, heisst mit anderen Worten, ich lebe bewusst mit dem Heiligen Geist, weil er die Verbindung mit dem Vater und mit Jesus am Leben erhaltet und sicherstellt. Ich bleibe also im vertrauten Gespräch mit ihm durch den ganzen Tag. Zum Beispiel so. Willkommen, Heiliger Geist. Erfülle meine Gedanken und mein Herz ganz neu. Leite mich in Gottes Gegenwart. Hilf mir, auf das Wort von Gott zu hören und es auch zu tun. Gib mir Einsicht, dass ich das Problem an der Arbeit lösen kann. Füll mein Herz mit Verständnis und Liebe für meinen Ehepartner, für meine Kinder, für die Menschen in der Gemeinde und im Hauskreis. Hilf mir in diesem schwierigen Gespräch. Gib mir die richtigen Impulse und Aufmerksamkeit. Gib mir Gelegenheit, Kraft und Freude, Jesus zu bezeugen, dort, wo du mir Möglichkeiten schenkst. Geist Gottes, zeig mir, wo ich mich daneben benommen habe und führe mich zurück auf den Weg zum Leben. So kann ein Gespräch durch den Tag sich entwickeln, in jeder Situation mit dem Heiligen Geist. Und verstehst du, der Heilige Geist ist da, um dein Herz zu entfachen für das, was Jesus wichtig ist. Durch ihn hörst du, wie Jesus zu dir redet.
Durch ihn siehst du oder hörst du oder verstehst du, was Jesus in dir möchte tun und was Jesus durch dich möchte tun. Der Heilige Geist wird dir die Hungrigen und die Durstigen, die Fremden und die Nackten, die Gefangenen und die Kranken zeigen, wo er dich möchte brauchen, um ein Licht zu sein, ein Trost zu sein, eine Ermutigung zu sein und diesen Menschen die Liebe von Gott weiterzugeben. Wenn der Bräutigam kommt, wird dein Licht leuchten und du wirst bereit sein, um mit ihm zur Hochzeit zu gehen. Was haben dann die ersten Jünger nach Pfingsten gemacht, um die Beziehung zum Heiligen Geist lebendig zu behalten? Wir lesen in Apostelgeschichte 2,42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes, also Abendmahl, und in den Gebeten. Sie blieben beständig. Verstehst du? Geistlich angeschlossen sein an den Strom vom Leben, erfüllt und versorgt zu bleiben, für das kannst nur du Verantwortung übernehmen für dich selber. Darum können die gescheiten Brutjungfern auch nichts teilen von dem, was sie haben, mit diesen Dummen. Sie können nichts davon abgeben. Die leichtfertigen Brutjungfern haben sich damit begnügt, dass ja auch sie mal einen Start mit Jesus gemacht haben, sich für Jesus entschieden haben. Und ja, damals hat ihre Lampe noch geleuchtet. Aber dann haben sie nicht mehr so sehr auf Gottes Wort gehört. Sie haben kaum mehr Gemeinschaft mit anderen Christen. Sie sind nicht wirklich offen für das Wirken vom Heiligen Geist. Sie haben ihr Vertrauen mehr auf ihre eigenen Fähigkeiten gesetzt als auf Jesus. Und so ist ihren Glaube, ihre Hoffnung, ihre Liebe immer kälter geworden, bis sie am Schluss ausgelöscht ist, ganz aufgehört hat zu leuchten. Sie haben gedacht, sie gehören zu Jesus und das genüge. Aber sie haben innerlich längst abgehängt von dieser Beziehung mit ihm. Und wo der Bräutigam kommt, sind sie nicht bereit. Sie checken es. Jetzt ist er da. Plötzlich gehen die Augen auf und sie wollen das, was sie versäumt haben, wieder gut machen. Sie laufen schnell, um nachzuholen, was sie versäumt haben. Und dann lesen wir, sagt Jesus, in der Zwischenzeit kam der Bräutigam und die Mädchen, die darauf vorbereitet waren, begleiteten ihn zu dem Festsaal. Dann wurde die Tür verschlossen. Später kamen auch die fünf anderen. Sie standen draußen und riefen, Herr, mach uns doch die Tür auf. Wir müssen an diesem Punkt auch noch über die verschlossene Tür nachdenken. Seit 2000 Jahren ist die Tür zum Reich von Gott weit offen. Die Einladung von Jesus ist rund um die Welt, um den Globus umgegangen, zu allen Völkern und Nationen. Kommt, das Fest ist bereit, macht euch auf, sind dabei, kehrt um von euren eigenen Weg, lasst euch beschenken, lasst euch erlösen. Jesus kommt wieder. Sind wachsam, sind bereit. Da aber sagt Jesus, es kommt ein Zeitpunkt, wo das Fest startet und die Tür wird verschlossen werden. Keiner will dann draußen stehen, vor dieser Tür und klopfen und rufen, Herr, mach doch auf! Und keiner will die Antwort hören, wo Jesus da zu den Dummen, zu den leichtfertigen Brutjungfern sagt. Was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Schon in der Bergpredigt warnt Jesus nicht alle,
die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet, in deinem Namen haben wir die bösen Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen. Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Geht mir aus den Augen. Das sind ernste und harte Worte. Sie rüttelt uns auf. Jesus redet drum so offen und ehrlich mit uns, weil er uns von Herzen liebt, weil er uns die Augen öffnen will und weil er uns sagen will, dass es nicht langt, nur einen guten Anfang mit ihm gemacht zu haben, sondern dass wir Tag für Tag aus dieser Beziehung leben und dranbleiben an ihm. Er möchte, dass wir zu den Gescheiden gehören und nicht zu den Leichtfertigen und Dummen. Darum warnt er uns, darum wirbt er um unsere Aufmerksamkeit, um unsere Bereitschaft, ganz für ihn und mit ihm unterwegs zu sein. Noch ist es Zeit, noch ist die Türen offen. Noch kannst du umkehren, wenn du merkst, dass du nur ein halbherziges Leben mit Gott geführt hast bis dahin. Komm, mach ganze Sache mit Jesus. Noch ist es auch Zeit und Gelegenheit, dich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen und die Beziehung zum Heiligen Geist zu kultivieren, indem du jeden Tag neu dich abhängig machst von ihm. Du sagst, komm, füll mich, stärke mich, befähige mich, weck mich neu, meine Liebe, mein Glaube, meine Bereitschaft. Der Heilige Geist will dich zum Brennen bringen für Gott und für deine Mitmenschen. Wenn du das willst, lade ich dich jetzt ein, deine Hände aufzumachen, deine Augen zuzumachen und mit mir zu beten. Herr Jesus, du hast uns zu deiner Hochzeit eingeladen. Wir danken dir, dass du bereit gewesen bist, alles zu geben, um uns dabei zu haben. Am Kreuz hast du den vollen Brutpreis gezahlt und dich mit uns verlobt. Herr, es tut mir leid, dass mir so viele andere Sachen im Leben wichtiger geworden sind als du. Bitte vergib mir. Reinige mein Herz und hilf mir, mein Leben ganz auf dich und dein Kommen auszurichten. Vater, erfüll mich mit deinem Heiligen Geist, mit Lebensfreude, mit Weisheit, mit Kraft, um deinen Namen zu ehren, um meine Mitmenschen zu lieben und ihnen zu dienen. Heiliger Geist, ich bete, dass du mich lebendig behaltest im Glauben, dass ich jederzeit wach und jederzeit bereit bin. Amen. Jesus schließt sein Gleichnis von der 10 Brutjungfern mit dem Aufruf: Deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Amen. Wir wollen jetzt einstimmen mit diesen Liedern in eine Zeit, wo du ganz bewusst nochmal dein Herz, deine Beziehung zu Gott kannst einheben und ganz persönlich auch kannst mit ihm ins Gespräch kommen. Herr, ich komme zu dir, singen wir in dem ersten Lied. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Fühle mich neu mit deinem Geist, dass ich auch so brennend und parat bin, wenn du kommst.